Wenn ich die rumkriege, krass. Ich sag euch ehrlich, krass. Okay, let's go. Das ist heute Chat nicht verbunden. Doch. Hallo! Hallo? Hallo? Achso, ist keiner da? War doch Kevin da eigentlich. Okay. Kevin! Hallo? Was machst du mit der Fecke? Bro, wir haben neue, also wir haben einen neuen Hund bekommen. Achso, chillst du jetzt erstmal da? Also, nein, nein, ich hab's mir jetzt einfach nur so einmal angeguckt, sieht heftig aus. Was ist jetzt geplant? Was ist mit dieser Diana? Ja, die ist da, ist bei mir. Achso, okay, ja, ich... Mit Fotz? Warte, ich klär kurz Fotz. Ja. Yo! Frau. Hallo. Sascha? Ja, Sascha? Bist du ready? Ich bin ready. Ich bräuchte noch so vielleicht 7, 8 Minuten oder so. Okay, War kurz. Findest du es komisch, wenn wir dann direkt so ein Doppeldate haben, so mit Kevin und, ich glaube, es ist lustiger, oder? Ja, ist doch entspannt. Wir Leute sind doch besser. Ja, siehst du? Okay, ich sag dir Bescheid, ich hol dich dann ab, ja? Okay, bis später. Später. Sagt dir diese? Oder so diese. Oder so diese mit diesem Hemd, diese lockere. Diese lockere mit Hemd, aber trotzdem so clean, so weißt du? Passt doch. So, passt. Anzug? Na, sag, Anzug fickt alles, oder? Nein. Ich kann nicht alles. Nein, Chat. Anzug lustiger? Ja, okay, ihr habt recht. Ey, Jungs. Warum? Ey, Jungs. Ja? Hallo? Hallo? Ja, hallo. Du hast Jungs gesagt, hallo, ja. Was geht bei dir? Ja, bei dir? Noch nicht viel, mein Bruder. Gut. Wie geht's deiner Familie? Meine Familie ist gut, ja, wie geht's deiner? Auch gut, Mann. Das ist schön. Ein weiser Mann sagte eins, Familie ist alles. Mann. Komm schon, mach uns nützen was. Wenn ich schon so wie ein Penner aussehe, kannst du auch wie ein Penner aussehen. Apo, warum ist der Bro so groß, Bruder? Bist du Basketballer, Mann? Ja. Yeah. Verdammt, Bruder, bist du mindestens 2,10 Meter, Mann? The greatest shooter of all time, Ja Morant, make my name. Wer denn, Bruder? Ist er berühmt? Ich kenne mich im Basketball nicht aus, Bruder, keine Ahnung, Mann. Da auch nicht. Guck mal, Tennis.
Das fällt eh nicht auf. Entspannt euch, Chat. Was soll ich machen? Ich muss diese Hose anziehen, weil sonst die Schuhe auffallen. Fällt dir das ein? Also am Strand fällt schon mal weg, ja? Dann. Ich glaube, Pearls auch. Was? Pearls auch. Ja, Pearls. Wir können ja am Strand an diesem Lagerfeuer. Ist da. Gibt es da eine Lokale oder so? Es gibt leider gar nichts, irgendwie. Ja, wie, es gibt gar nichts? Ich dachte, du... Also, du überrascht mich so. Oder ja, war wollte das ich auch. Und dann hat Kevin gesagt, ja, lass ein Doppeldeck machen. Dann dachte ich mir, okay, er kümmert sich drum. Ich brauche mir keine Sorgen machen. Und dann ist er gekommen und hat alles gefickt. Ja, das ist ja gut gelaufen mit Kevin. Also, verdammt. Selbst er hat seine eigene Rekordzeit gebrochen, ja? Seine Rekordzeit? Ja. Also, seine Rekordzeit, weißt du? Ich hab einen Onkel, der hat eine Yacht. Okay. Wir könnten da hinfahren. Ein bisschen Boot fahren. Ja, genau. Wir müssen nur ein bisschen schwimmen. Kannst du schwimmen? Ja, schwimmen ein bisschen, aber tauchen kann ich nicht so gut. Ja, müssen auch nicht tauchen. Okay. Wir
Kevin ruft mich an, warte mal. Yo! Ja, Bro, komm jetzt. Wohin soll ich kommen? Kommst du jetzt nicht mehr? Wohin soll ich kommen? Bro, da, wo wir uns gerade getroffen haben. Okay, warte. Er will, dass wir wieder dahin kommen. Oh nein. Wahrscheinlich, die wird an uns als Geisel nehmen. Nein, ich beschütze uns schon. Also, als Geisel, da brauchst du keine Angst haben. Ja, inwiefern? Meinst du? Ich will dich beschützen. Okay. Na gut, wenn du das sagst. Aber ich weiß nicht, ob du überhaupt Lust hast. Ich will jetzt nicht für dich entscheiden. Also, ich weiß nicht, mein Kumpel. Wie lange waren wir vorhin bei Kevin gerade? 2 Minuten? Also das Codewort hast du ziemlich schnell gesagt, verstehst du? Ich gebe ihm noch eine Chance. Wenn's dann nicht funktioniert, dann ist okay. Dann also ich sag dir, bei der kleinsten Dummheit, ja, irgendwie. Weil ich habe das Gefühl, das war irgendwie, keine Ahnung, das wie eine Tafelrunde oder so, ja. Irgendwie eine Auseinandersetzung, Gespräch. Also eher eine Diskussion, ja. Ja, Diskussion, irgendwie. Ich verstehe das nicht. Aber vielleicht mag er mich noch. Das kann auch sein, ja. Ja. Yeah. So ein Gentleman. Hat dir das schon mal jemand gesagt? Dass ich ein Gentleman bin? Mhm. Nein. Ja. Nein, oh mein dann hast du es. Oh dann hast du es jetzt gehört von mir. Was sehe ich denn? Siehst du? Wir gucken hier, wir gucken hier. Gib's mir, yes, baby. Woo! Yeah! Mal da bellt er schon wieder. Wie so eine kleine Chihuahua-Hund. Ihr habt gleich nur noch 1-Dollar-Scheine. Ja, siehst du? Komm. Hast du gehört? Kannst du auch die großen Scheine schmeißen? Ich hab dir gesagt, wer hat nur die 1-Dollar-Scheine? Weil I'm broke is. Wahrscheinlich hat seine Mama ihm noch gestern ein bisschen Taschengeld zugesteckt. Das kann sehr gut sein. Alter, was ist... Ja, Bro, wo bist du? Oh mein Gott, ja. Okay. Mach nochmal. Ja! Nochmal. Ja! Da vorne ist er. Der Herr Graf von Kreuzberg. Sir, wir haben die... Verstellten Bouquets mitgebracht. Ich danke euch, meine Herrschaften. Ich danke euch. Die Gäste kommen gleich. Es tut mir leid für die Unannehmlichkeiten. Die Gäste? Die Damen? Ja, es ist noch ein Pärchen eingeladen. Er meint uns, ne? Ja, ich glaube schon, oder? Wir können gleich okay. Jetzt können wir da hingehen, ne? Herr Graf von Kreuzberg. 100.000. Wer bekommt das Geld? Das, und wie das viel? Das Geld, was sie monatlich an. Krebskranke Kinder spenden ist schon ausreichend genug. Ist schon überwiesen. Nein. Ich möchte ihn jetzt noch selber. Ah, das sind. Tut mir leid, einen Augenblick. Setzt euch bitte hin. Schenkt ihm bitte ein Glas Sekt ein, die zwei. Oh, dankeschön. Wie angenehm. Setzt euch gerne bitte hin. Die Blumen, ich habe dir einen Blumenstrauß mitgebracht, auch für die Dame natürlich. Gib dir bitte den Blumenstrauß. Ja. Ein Bouquet für Sie, die Dame. Ja, nicht irgendwie den. Von Graf Kevin von Kreuzberg. Gracias. Dankeschön. Können Sie in den Kofferraum? Also, was ist das für ein Command? Mhm. Und wer ist denn dieser ungepflegte Balk da hinten? Kann ich schon noch was zu tun? Denn ich weiß nicht, ob.
kein Blumenstrauß, irgendwas anderes vielleicht. Habt ihr Gras dabei oder so? Ach, natürlich. Vielleicht ein bisschen Weed, ja. Und Päckchen einfach in seine ja, ich hab ne Bon. Tasche. Ja, perfekt. Alter, hör auf, nehmen wir zu smoken, man. Rauchst du gar nicht mehr? Welche eine Sprache spricht dieser Balk? Ah, okay. Er spricht unsere Sprache. Der Herr, bitte. Hm. Wie artikulieren Sie sich, ja? So, ihr dürft gerne bestellen, ja? Erst die Gäste und dann wir. Meine Herrschaften, Sie würden gerne bestellen. Mhm. So fangen wir mal hier an. Was soll das für Sie sein? Was ist denn eure abendliche Empfehlung heute? Für heute eingeflogener Sekt. Sehr, sehr empfehlenswert. Nein. Mhm. Auf der Karte. Sekt ist ja geil. Auf der Karte steht natürlich auch das Egg Benedict auf der Karte, ne? Vorzüglich mit einem sehr trockenen Vapolicello Classico. Direkt aus der Toskana. Ja, natürlich. Ja, sonst hätten wir natürlich noch. Ich hätte noch ein schönes Sushi für Sie. Ja, Diana, sitzt jetzt auf meinen Schoß, komm. Eine Sushi-Platte sollten wir natürlich auch haben. Mhm. Oh, warte, ich denke, du hast aber so. Haben Sie irgendwelche Allergien? Essen Sie ruhig weiter vor. Was haben Sie denn noch? Müssen wir auf was achten? Haben Sie irgendwelche Allergien? Deine Lieblingsnummer. Die Dame? Hab ich mit. Oh, fuck. Nein, ich habe nur Allergie gegen Hunde, aber da können Sie ja nichts dagegen tun. Ah. Habe ich mit meinen eigenen Händen gemacht. Eine Serviette bitte für die Dame, die Nase läuft. Da kommt ein bisschen Rotze raus. Aber natürlich. Das passt schon, ich habe eins dabei. Wer steigt da in meinen Wagen ein? Gibt es hier drüben irgendwelche besonderen Wünsche? Vielleicht die Hundehaare wegzumachen oder? Wer steigt da in meinen Wagen ein? Was habt denn ihr zu essen? Ihr müsst ja eine Karte haben. Die Karte leider nicht, nein. Wir haben dennoch gewisse spezielle Gerichte. Wir haben Krabben, die wir machen können. Eine Sekunde. Okay. Mhm. Okay. Hier noch ein Gruß aus der Küche. Ich bin hier auf dem Tisch, ja. Ich nehme einmal gefilte Fisch. Wie bitte? Ich will auch das nehmen. Gefilte Fisch. Gefilte Fisch? Gefilte Fisch. Ja. Meint ihr Sushi? Nein, gefilte Fisch. Genau. Gefilte Fisch. Gefilte Fisch. Was ist das? Geräucherter Fisch? Okay, ein Moment. Gefilte Fisch! Der Fisch wird natürlich frisch gefangen und zubereitet. So. Wir hätten sonst noch zur Delikatesse so einen richtig fetten Tittenfisch. Ah, Sie meinen Tintenfisch, oder? Ja, Tittenfisch. Ah, okay. Haben Sie, ich würde gerne so diese Rumpsteak nehmen, ja? Medium Rare, bitte. Kein Tintenfisch, ist Doppel-D. Keinen Tintenfisch, bitte. Ich würde auch noch so ein Rumpsteak nehmen, Medium Rare. Und dann dazu Kartoffelpüree. So Trüffel-Kartoffelpüree, weißt du? Habt ihr auch Fischbrötchen? Fischbrötchen? Fischbrötchen geht zum Frühstück. Ich hätte das Baby, aber gerne jetzt. Baby, wir haben schon 3 Uhr. Wir haben schon 3 Uhr, Baby. Du isst heute kein Brot mehr, ja? Sonst wird dein Arsch ein bisschen wackelig und darauf habe ich keine Lust. Ein Lachs für Didi, bitte. Bisschen. Was zu trinken? Den blauen Lachs. Der originale. Mhm. Alles klar. Der blaue. Lange, so, dicke, fette Lachs. Der fette, dicke, fette, dicke, fette Lachs. Der richtig dicke. Weißt du? Der dicke. Richtig dick. Der ganz, ganz dick, 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 dicke, 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 lange, dicke, 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 lange, lange. Den dicken, dicken, dicken. Der dicken, ja. Den habe ich. Okay. Hier drüben noch irgendwelche Wünsche? Sosa? Ich würde einmal. Ja, ich habe eigentlich alles gesagt, was ich habe. Okay, die Dame, Sascha, du vielleicht noch etwas? Bringen Sie mir einfach Wasser, ja? Wasser? Ja, mit 2 Eiswürfeln und eine Scheibe Zitrone, ja? Mhm. Dankeschön. Ja, klar. Alles klar. Super. Dann an die Arbeit.
Ich habe so nur Cookies hier. So. Sascha? Ja, Kevin? Ist alles gut bei dir? Du bist irgendwie gerade so... Weiß nicht. Siehst gerade eine komische Fresse. Also ich mein's jetzt ernst. Komische Fresse? Na warum? Wir haben doch alle unsere Bestellung aufgegeben. Ich weiß nicht, was du meinst. Ist doch schönes Wetter heute. Wir sind am Pier. Was? Das ist schön. Meeresrauschen. Wir schaffen irgendwie... Ja. Ich will nur, dass ihr ein bisschen lockerer seid, weißt du? Ich mach hier kurz sauber, na, hier ist irgendwie ein bisschen dreckig. Ja, ja, mach das. Ja, natürlich. Das ist kein Problem. Und was macht ihr heute Abend noch? Was habt ihr noch so vor? Nun ja, ich gehe später auf ein anderes Date. Ehrlich? Mit wem? Wie? Ja, ich hab später noch ein Date. Ja? Mit wem? Mit wem, Schatz? Hast du zwei Dates geplant? Egal, sei nicht schüchtern, sag schon. Bisschen unangenehm.